Servus, Charlie. Haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Du bist mein Bruder, Herr. Der Carlo. Du hast es mir und dir besorgt, 2 Dosen Bier. Muss ich mir wohl keine Werbung machen. Beide sind super. Warte, ich muss einmal aufmachen. Nein, warte, lass mir das aufmachen. Ich muss das Handy halten. Prost. Danke, Charles. Und wir müssen uns leider Corona-bedingt, im 120. Lockdown, in der Arschköden, ja, im Winter, Prost, ja, da treffen, auf der Ausstellungsstraße, Nähe Prater, und, warte, das, kannst du das kurz festhalten, dass ich sie auf, nein, warte, warte mal. So, schau, er ist kein Alkoholiker, okay, er ist nie und nimmer ein Alkoholiker. Ich bin Gesundheitsminister. Ja, das was der Anschub oder Angstschuber, wie er heißt, kann ich noch lang. Geil. Charlie, eine Frage. Wir haben uns am Weihnachten gesehen. Jetzt, wie gefällt es dir im zweiten Bezirk in Wien Leopoldstadt? Du bist ja vom Vösendorf. Ich glaube, kurzfristig, ich bin in Marseille. In Marseille? Das ist, was Marseille heißt. Ja. Marseille heißt, du verstehst keine Sprache. Okay? Aha. Das ist so quasi der erste Punkt. Oui, okay, genau, ja. Genau. Französisch sprechen sie aber schon in Marseille, oder? Ja, natürlich auch. Okay. Unser Vater war ja in Marseille. Unser Vater war in Marseille und was? Und unser Vater hat hier auf dieser wunderschönen Ausstellungsstraße wie in Leopoldstadt gewohnt, in irgendeinem Hurenhaus. Ja, da hat er halt einen Nebenjob gehabt, kleine Zuhälterei nennt man das. Ja, kleine Zuhälterei, ja. Das war aber schon 1977, das ist schon lang her. Wie in Wien, ja, du allein, ja. Okay, lass es wieder Aufleben sein oder wie auch immer, scheiße. Ja. Das ist vielleicht etwas, was mein Bruderherz nicht mehr ganz so behaupten kann. Was ist das? Austria. I love Austria. Ich bin kein Austria-Fan, der Karabit, weil Fuß bist für mich total primitiver Sport. Ja. Österreich ist das. Österreich. Ah, Österreich? I love Österreich. Ja, ich gucke meine eigene Flagge gar nicht mehr. Entschuldige. Hallo. Ja, so you speak English? Come on. So, we talk in English. A little bit. Fickt sich alle. Okay. This is American, not English. Get yourself. Nein, okay. A bit of Al Pacino oder Robert De Niro. Charles, bitte, du kannst es so gut. You're talking to me. Au, au, au. My nose is bloody. Your nose is broken. Nose is broken and bloody. Na, schau, ich bin auch schon lang mit. Na gut. Okay. Danke, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, für die wunderbare Festhaltung der Rennschälen, dass wir uns... Und kaufen Sie das Buch Morgen bist du reich. Ah ja, genau. Autor ist Karl Wozzeck. Dieses Buch hilft wirklich zum Reichtum oder zur Bereicherung. Wir wissen nicht, was das bedeutet, okay? Alle Menschen sehnen sich, okay? Dieses Buch ist kein Fake oder was, das gibt es wirklich? Das ist von dem Theatermacher... Nein, wieso? Von der Gewerkschaft aus. Okay. Ach so. Der Gewerkschaft aus. Wurscht. Morgen bist du reich. Ein wunderbares Buch von Karl Wozzeck. Wurscht.